Eine nebenberufliche Selbstständigkeit ergibt aus vielen Gründen Sinn. Insbesondere für Gründer ist das besonders attraktiv. Warum das so ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und eine nebenberufliche Selbstständigkeit, die ergibt finanziell und steuerlich durchaus Sinn. Und im allgemeinen Sprachgebrauch wird das häufig als Nebengewerbe bezeichnet oder du bezeichnest dich als Zeitpreneur. Das Ganze beschreibt immer eine Selbstständigkeit, eine nebenberufliche Selbstständigkeit neben einem Hauptjob, das heißt neben einem Anstellungsverhältnis. Der erste große Vorteil sind die Möglichkeiten der Ausgaben, die du absetzen kannst. Wenn du angestellt bist, dann hast du ja ein Gehalt und du kannst auch Kosten für dieses Anstellungsverhältnis haben. Das sind die sogenannten Werbungskosten. Und diese Werbungskosten, die kannst du im Rahmen der Steuererklärung geltend machen. Aber das ist relativ beschränkt, was du da ausgeben kannst. Wenn du noch eine nebenberufliche Selbstständigkeit hast, dann sind deine Einnahmen erstmal die Betriebseinnahmen. Und deine Ausgaben heißen nicht Werbungskosten, sondern heißen Betriebsausgaben. Und da hast du viel mehr Möglichkeiten, Dinge steuerlich geltend zu machen, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, mögliche Betriebsausgaben zu haben, als mögliche Werbungskosten. Und das ist relativ interessant, weil du durch diese nebenberufliche Selbstständigkeit einfach viel mehr Kosten geltend machen kannst. Und es kann, gerade wenn du gründest, ja durchaus vorkommen, dass du am Anfang mehr Betriebsausgaben hast, als du Betriebseinnahmen hast. Das heißt, du machst Verluste. Das klingt jetzt erstmal noch nicht logisch, aber Verluste können auch durchaus Spaß machen. Und zwar immer dann, wenn das vor allen Dingen Investitionen sind für eine Selbstständigkeit, bei der du weißt, dass du später mehr Einnahmen generierst. Du kannst Verluste nämlich verrechnen mit deinen Einkünften aus deinem Anstellungsverhältnis. Wenn du beispielsweise ein Bruttogehalt von 50.000 Euro im Jahr hast und mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit einen Verlust machst von 10.000 Euro, dann verrechnest du das in deiner Einkommensteuererklärung und musst nur die Differenz versteuern. Das heißt, du musst nur noch Steuern auf 40.000 Euro zahlen. Das ist relativ interessant, weil im Rahmen deiner monatlichen Gehaltsabrechnung wird dir ja schon Lohnsteuer abgezogen. Und zwar immer mit der Voraussetzung, dass du 50.000 Euro verdienst, weil so viel verdienst du ja mit deinem Anstellungsverhältnis. Wenn du jetzt allerdings nebenberuflich Verluste machst, dann bekommst du eigentlich immer eine Steuererstattung im Rahmen der Einkommensteuererklärung. Ein weiterer Vorteil bezieht sich auf das ganze Thema Sozialversicherung, insbesondere Krankenversicherung. Wenn du angestellt bist und du eine monatliche Gehaltsabrechnung bekommst, dann wird da ja immer auch schon Krankenversicherung und weitere Sozialversicherungen abgezogen. Und es kann durchaus sein, wenn du nebenberuflich selbstständig bist, dass diese nebenberufliche Selbstständigkeit nicht zu zusätzlichen Ausgaben für Sozialversicherung führt. Das heißt, du bist durch deinen Hauptjob quasi sowas wie mitversichert für deine nebenberufliche Selbstständigkeit und musst gar keine Kosten extra tragen. Als Vollzeit-Selbstständiger müsstest du dich immer separat nochmal bei der Krankenversicherung versichern. Kommen wir zu der Frage, wie du denn eigentlich so eine nebenberufliche Selbstständigkeit anmeldest. Und die funktioniert im Wesentlichen genauso wie eine hauptberufliche Selbstständigkeit. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist die Frage, ob du gewerblich tätig bist oder freiberuflich tätig bist. Wenn du nicht genau weißt, was das ist und wo du dich zugehörig fühlen sollst, dann schau dir mal dieses Video hier oben rechts an. In diesem Video gehe ich nämlich genau dieser Frage auf den Grund und erkläre dir, wie du herausfinden kannst, ob du gewerblich oder freiberuflich tätig bist. Wenn du jetzt ein Gewerbe gründen möchtest, also du möchtest ein Nebengewerbe gründen, dann ist dein erster Gang quasi zum Gewerbeamt, also zur Stadt oder zur Gemeinde. Man kann das dank Corona jetzt auch in durchaus einigen Städten und Gemeinden auch online machen und da kannst du dann einen Gewerbeschein beantragen. Wichtig ist, dass du bei dieser Anmeldung angibst, dass es eine nebenberufliche gewerbliche Tätigkeit ist, also ein Nebengewerbe. Im nächsten Schritt, also nach der Gewerbeanmeldung, musst du dich beim Finanzamt registrieren. Das passiert im Rahmen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung. Den musst du ausfüllen und dann ans Finanzamt schicken und dann anschließend bekommst du die Steuernummer, die du auch für deine Rechnungen brauchst. Wie du genau den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllst, habe ich dir einmal Schritt für Schritt in Elster Online erklärt. Das Video verlinke ich dir hier einmal oben rechts. Wenn du Freiberufler bist, dann kannst du dir den Gang zum Gewerbeamt komplett sparen, denn dann brauchst du keinen Gewerbeschein, sondern du meldest dich direkt beim Finanzamt an und das reicht dann auch. Das heißt, dann füllst du nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Wichtig an dieser Stelle ist, dass das ganze Thema Steuererklärung ein bisschen komplexer wird, wenn du eine nebenberufliche Selbstständigkeit hast. Die Einkommensteuererklärung ist die Steuererklärung, die du sowieso schon immer machst als Angestellter. Also hoffentlich zumindest, weil es sich einfach meistens lohnt. Die musst du aber machen, wenn du eine nebenberufliche Selbstständigkeit hast. Und da machst du auch weiterhin nur eine Steuererklärung. Das heißt, du machst weiterhin nur eine Einkommensteuererklärung, weil in dieser Einkommensteuererklärung nimmst du ja gerade diese Verrechnung von den selbstständigen Einkünften und den angestellten Einkünften vor und rechnest das da zusammen. Das Einzige, was jetzt hier dazu kommt, ist, dass du so ein paar Anlagen zusätzlich ausfüllen musst. Zum Beispiel die Anlage EÜR oder die Anlage G oder die Anlage S. Je nachdem, ob du als Freiberufler oder Gewerbetreibender selbstständig bist. Was aber auf jeden Fall für dich auch dazu kommt, ist die Umsatzsteuererklärung.
Übrigens auch, wenn du Kleinunternehmer bist. Das heißt, wenn du Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nimmst, auch dann musst du eine Umsatzsteuererklärung machen. Das heißt, jeder Selbstständige muss auf jeden Fall einmal im Jahr die Umsatzsteuererklärung machen. Wenn du dich als Gewerbetreibender angemeldet hast, kommt auch noch als dritte Steuererklärung die Gewerbesteuererklärung dazu. Die gezahlten Gewerbesteuerbeträge kannst du aber übrigens auch in der Einkommensteuererklärung, also andere Steuerart, geltend machen und am Ende zahlst du gar nicht wirklich mehr. Als Freiberufler kannst du das ganze Thema Gewerbesteuererklärung eigentlich links liegen lassen und du musst nur eine Einkommensteuer- und Umsatzsteuererklärung machen. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Du kannst Steuern sparen, wenn du mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit Verluste machst. Das darf aber nicht komplett dein Plan sein, denn du brauchst immer eine Gewinnerzielungsabsicht für jede Selbstständigkeit. Wenn du keine Gewinnerzielungsabsicht hast, also wenn du immer nur Verluste machen möchtest, um sie dann zu verrechnen, dann wird das Finanzamt dir Liebhaberei unterstellen und dann darfst du diese Verluste und Betriebsausgaben steuerlich nicht mehr geltend machen. Dieses ganze Thema Liebhaberei habe ich einmal vertiefend betrachtet in diesem Video, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, dass du über mehrere Jahre Verluste machst, dann schau dir unbedingt dieses Video zuerst einmal an. Kommen wir zu dem Thema Krankenversicherung. Das Thema Krankenversicherung ist bei hauptberuflichen Selbstständigen ein relativ wichtiges und großes Thema, weil die Kostenposition einfach relativ hoch ist. Bei nebenberuflichen Selbstständigen kann das aber tatsächlich sein, dass du über dein Angestelltenverhältnis quasi mitversichert bist und gar keine zusätzlichen Beiträge zahlen musst. Dafür muss deine Krankenversicherung deine Tätigkeit aber auch als nebenberufliche Tätigkeit anerkennen. Bei der Prüfung, ob deine Selbstständigkeit wirklich auch eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist, werden natürlich ein paar Dinge geprüft. Als erstes, relativ offensichtlich, du brauchst natürlich einen Hauptjob. Also du brauchst ein Anstellungsverhältnis, was dein Hauptjob ist. Und deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Anstellungsverhältnis und eine Selbstständigkeit. Deiner Selbstständigkeit darfst du nicht mehr als 20 Stunden pro Woche nachgehen, weil sonst ist der Umfang einfach zu groß. Und auch die Einkünfte aus der selbstständigen Tätigkeit müssen von untergeordneter Rolle und Bedeutung sein. Außerdem darfst du keine sozialversicherungspflichtigen Angestellten in deiner Selbstständigkeit haben und du darfst keinen Gründungszuschuss beziehen. Ich würde dir aber auch generell empfehlen, dass du einfach mal mit deiner persönlichen Krankenkasse sprichst. Die meisten Krankenkassen sind bei dem Thema ziemlich kooperativ und helfen dir dabei, die beste Lösung zu finden. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat dir ein bisschen Lust auf so eine nebenberufliche Selbstständigkeit gemacht. Wenn du jetzt sagst, Selbstständigkeit klingt gut, aber ich würde gerne die ganzen Steuerthemen und Buchhaltung und so weiter gerne abgeben, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind spezialisierter digitaler Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und nehmen selbstverständlich auch gerne nebenberufliche Selbstständige. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Oder schau auch unbedingt in unserer Community vorbei. Alle Informationen dazu und wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier. Hi, mein Name ist Melcher von der